Müsste aber eigentlich nochmal zurück. Ich würde die Gewürze direkt gerne abgeben. Ach, jetzt sind wir hier. Ach Gott, jetzt. Oh ja, natürlich. Jetzt wird's noch unlogischer, was hier gleich passiert. Aber da könnte ich sogar mal relativ fix sterben. Aber gut, gucken wir gleich mal. Erstmal geben wir dir das ab. Also, an eurer Stelle würde ich ja nicht so viel Zeit in meiner Nähe verbringen. Könnte ja sein, dass mein Pech noch auf euch Ich habe abfärbt. eine Schachtel mit seltenen Gewürzen in der Diebesgilde gefunden. Das könnte doch die Schachtel sein, nach der ihr sucht. Hier, nehmt. Die Gewürze! Ihr habt sie gefunden! Ich bin euch zu tiefstem Dank verpflichtet. Nehmt dies als Bezahlung an. Es ist das Ich Mindeste, was danke ich euch. tun Lebt kann. wohl. Ein Eisenschild plus 1 und 500 Erfahrungspunkte. Ist das Eisenschild gut? Ich muss mindestens 5 haben. Ja. Ah, sieht aber nicht so cool aus. Das sieht cool aus. Gut, Bartley, wir haben wieder einigen Scheiß gefunden. Man sagt, dass ihr euch mit dieser neuen Ich Diebesgilde lege mich hier mit anlegen gar wollt. keiner Diebesgilde an. Dann Das ist lasse ich gar nicht Lügerei. Eure Rückendeckung. Besser noch, kauft euch eine anständige Rüstung. Ja, Bartley, passt schon. Kriegen wir wohl Meine prächtigen Waffen würden jeden Dieb aufhalten. Das kriegen wir wohl hin. Die Diebesgilde ist jetzt nicht so das Problem, nur die beiden Bosse sind da das Problem. Aber zu denen kommen wir ja auch erst noch. Das dauert noch ein Weilchen. Gut, jetzt sehen wir hier auch natürlich riesige Schlucht. Wir denken dran. Wir sind in der Stadt. Wir sind in Baldurs Tor. Wie zum Teufel kann das hier so eine riesen Schlucht geben? Und es ist ja nicht die einzige Schlucht, es kommen ja noch viel, viel mehr. Sehen wir das mal an. Oh, Kanonen. Oh, aufpassen. Wir haben noch Schaden, oder? Feuer mich mal. Boah, oh, habt ihr das gesehen? Boah, viel Damage. Ja, nun mach. Ist jetzt auch nicht so schwer, den auszuweichen. Und gleich noch ein Speicherpunkt. Ach, warum nicht? Ach, ich weiß auch nicht. Also, ich wundere mich, was hier so riesige Schluchten sein können. So, und die Steine hier, die verschwinden. Das heißt, wir müssen schnell jumpen können. Geschafft. Das ist das große Problem. Das ist teilweise echt. Manchmal, weiß ich nicht, backt das rum. Was mich echt anpisst. Und das war noch die leichtere Version. Jetzt kommt diese hier. Da verschwinden immer Steine daneben. Wir müssen gucken, wo wir hinspringen müssen. So. Und das geht auch noch mal eine Stufe höher. Was wir später auch noch sehen werden. Aber jetzt kümmern wir uns wahrscheinlich, glaube ich, erstmal um ein paar Monster. Doch noch nicht. Oh Gott. Und Jump! Das Jump-and-Run-Spiel hier. Woo! Ich sehe hier Messerwerfer. Wie, du lebst noch. Recke. Im Hintergrund hört ihr immer noch diese komischen Kanonen. Alles voller Wasser hier, ey. Da muss man richtig. Moment. Wenn wir schon mal hier sind, drehen wir in die Kamera. Muss ja nicht jeder sehen. Oh. Erstmal schniepeln. Erstmal ein bisschen schniepeln. Wenn wir schon stehen. Das sieht immer bei dem kleinen Typen hier, sieht das immer so ganz komisch, so ganz knapp aus, wenn der springt hier. Oh, gerade ebenso. Und da ist die große Ebene. Ah, ja, die ist auch immer lustig. Dahin. Hupsala. Das wird auch schneller, wenn ihr das merkt. Ja. Und dahin. Und geschafft. Spinnen. Ah, Spinnen. Kommt's gerade an, schon bist von Spinnen begrüßt. Super. Und was ihr gerade vielleicht aus dem Rand sehen konntet, die Steine tauchen auch wieder auf. Aber wenn man ja einmal einen verpatzt, dann ist problematisch. Gut, aber das ist jetzt der schwerste Teil gewesen. Den haben wir geschafft. In den Abgrund fallen wir nicht mehr. Jetzt kommen erstmal ein paar Tierchen. Und es kommen auch große Tierchen. Oh Gott, die Spinne hasse ich ja, ne? Ih, oh, wie groß die ist. Ih!
kommt hier nicht durch, die kommt hier nicht durch. So, und die kann uns vergiften. Was nicht so schön ist. Ach, Gift ist ätzend. Können aber nicht viele. Ich glaube, das macht die Spinne hier und dann sind vielleicht ein, zwei Gegner mehr, aber sonst auch kaum jemand. Und die sind relativ selten. So, dann springen wir auch hier mal drüber. Den Großteil haben wir schon geschafft. Viel kommt gar nicht mehr. Das Schöne ist, jetzt kommen ja noch solche Ställe, solche Stallungen oder was das sein soll. Könnten Stallungen sein. Ne? Sieht ein bisschen so aus. So viele Spinnen an der Stufe. Cool, 5 Punkte. Ah, was haben wir denn da? Wir könnten uns die Punkte natürlich auch aufheben und direkt hier Wirbelwindangriff und Klagellins Faust lernen. Brauche ich aber nicht. Kampfreflexe braucht 6 Punkte. Ich mach jetzt mal. Ich setz mal einen Ausdauer und einen Abhärtung und ein verbesserter kritischer Treffer. So. Aber ab jetzt. Ach, guckt mal, Blobbles. Sind wir schon so weit, dass Blobbles kommt? Sind wir jetzt schon im Rundgang? Weiß halt gar nicht. Ja doch, wir sind im Rundgang. So Leute, jetzt vielleicht eben kurz für euch. Wir sind jetzt in einem Rundgang drin, in dem wir gegen sehr, sehr viele verschiedene oder gegen alle Monstertypen nochmal kämpfen müssen. Wir müssen uns jetzt wie bei so einem Schneckenhaus von außen nach innen vorarbeiten, um dann zum Boss zu kommen. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Ihr seht das schon am Rand von der Minimap. Ich vergrößere die mal eben. Über uns, da seht ihr jetzt immer noch, da geht es noch weiter. Das heißt, wir müssen uns jetzt mal eben vorarbeiten. In solchen kleinen Gängen, da lässt sich eigentlich ganz gut kämpfen, gerade gegen solche Viecher. Wie kannst du eigentlich Geräusche machen, so ein Drecksviech? Die lustigen kommen noch. Ey, da gibt es eine Truppe bei, die ist richtig cool. Diese Explosionsviecher, das wird lustig. Na, da kommen sie schon. Das war einer. Das war die Vorhut. So, jetzt kommen mehrere. Das ging ja auch noch. So, und jetzt kommt eine ganze Armee. Oh, schnell weg. Wenn die nämlich alle explodiert wären, dann wäre ich mit Sicherheit, dann wäre ich, glaube ich, da drin stehen würde, wäre ich instant down. Da kommen noch mehr, da kommen noch mehr. Der Boden hier aussieht jetzt, hey, bepflastert mit diesen komischen Pflanzendingern. Ah, schön, schön, schön. Was kommt jetzt? Das ist mal so eine kleine Abspanne. Oh, jetzt kommen wieder Spinnen. Jetzt muss so eine kleine Spanne dazwischen, dass die Gegnertruppen sich hier nicht mischen. Was ich eigentlich auch relativ cool finde. So, ihr hört schon wieder die euren Kanonen. Die sind auch hier. Ja, die kommen auch gleich noch wieder. Nur diesmal in etwas schwierigerer Form. Ja gut, was heißt Form? Formation. Ja, da kommt die Dicke, da kommt die Dicke. Nein, 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 nein. Die Dicke muss weg, die Dicke muss weg. Ja, bleib stehen, danke. Dann kümmere ich mich nämlich erstmal um die anderen Viecher. Weil ich die Dicke dann in aller Ruhe habe. Du Scheißgift. Ah, jetzt ist doch mal Schluss hier. Meine Güte. Das war die Spinnenreihe. Jetzt sind wir im zweiten Kreis. Das seht ihr jetzt. Und oh, Ratten. Voll geil, wie alle nochmal wiederkommen, ey. Und die kleinen Ratten hier, die man einfach zertreten kann. Und die Mäuse.
könnte auch einfach vorbeirennen. Das wäre ja auch kein Problem, aber wenn ich schon mehr Himmlischen entgegengerannt komme, dann will ich auch wenigstens die Erfahrung mitnehmen. Und hier sind die Kanonen. Und ihr seht schon, da über mir, über meinem Pfeil da oben rechts, ist die Tür. Ist noch eine Etage tief. Oh Gott, das wird lustig. Das wird halt lustig. Was jetzt gleich kommt. Denn jetzt kommen wir ja nicht so einfach da drunter durch. Nee, nee, nee. Wow. Oh, die hab ich fast nicht gesehen. Nein! Oh, scheiße, da hab ich den nicht gesehen. Dann noch jemand was zu speichern. Denn jetzt erwartet uns der erste von zwei Bossen hier in der Diebesgilde. Und der ist auch schon fies. Der ist auch schon richtig fies. Tipp, tipp, tipp. Wollen wir mal schauen, wen haben wir denn da? Oh! So, so. Ihr habt also den weiten Weg bis hierher geschafft. Ich hätte die Chance nutzen und euch gleich bei unserem ersten Treffen zu spät, Karin. Jetzt bist du derjenige, der drauf geht. Ergebt euch keinen, eure Diebe sind tot. Es gibt keinen Ort mehr, wo ihr zurückfliehen könntet. Ihr werdet feststellen, dass ich ziemlich gefährlich bin, wenn man mich feige aus dem Hinterhalt überfällt. Wenn man mich nicht feige. Ich bin gekommen, um euch zu töten. Ah, ja. Ergebt euch, eure Diebe sind tot. Da habt ihr wohl recht. Ich hätte nie gedacht, dass ihr es bis hierher schafft. Dennoch... Es spielt keine Rolle, ob ihr mich besiegt oder nicht. Ihr werdet auf jeden Fall sterben. Was wollt ihr damit sagen? Selbst wenn ihr mich tötet, wartet mein Fürst bereits unten auf euch. Der Tod, den ich euch gewähren würde, wäre rasch und gnädig im Vergleich zu dem, was er mit euch anstellt. Wir werden ja sehen, wer heute stirbt, Karren. Bereitet euch auf das Ende vor. Aua. Voll gegenstoßen. So, endlich, wir können Karn verprügeln. So, Karn weiß, wo wir hinlaufen wollen. Und Karn ist schon ein größerer Klopper, aber... Ah, Arsch. Aua. Aua. Deinen scheiß Schurigen zuwerfen, ey. Du bist kein Ninja. Ah, ah, aua. Trottel, denn mal werfen. Das ist auch voll gut. Das müsst ihr unbedingt, mal drauf achten, gleich, wenn er stirbt. So, achtet jetzt mal drauf. Der liegt da jetzt. Oh, boah, der wirft nochmal. Alter, ist der gemein. Der hat doch mal geworfen. Oh, wie fies. Das ist total geil. Karl stirbt, aber wirft nochmal eben, bevor er drauf geht, mit einem Schuriken nach uns. Richtig Badass. Das ist ein richtiger Badass. Gut, weiter geht's. Nach unten zur Ebene 3. Karl ist tot, es bleibt aus der Diebesgilde nur noch fürs Xanthan. Die alte Luke. Und jetzt müssen wir sie kaputt schreddern. Was soll das denn? Ich komme nicht durch. Ja. Bevor wir zu für Xantham kommen, müssen wir natürlich noch hier ein bisschen spielen. Das heißt, wir tätigen in jedem Raum einen Hebel und dadurch wird eine Barrikade gelöst. Das ist nicht so leicht, denn hier tauchen Augen auf, die... Aua! Scheiße. Die mich one-hitten! Aua! Ich bin tot. Damit wollte ich euch das nur zeigen. So ein Scheiß. Jetzt habe ich nicht gespeichert, jetzt muss ich Kahn nochmal töten. Ja, die Augen töten mich instant. Karin, ich komme. Dann wollen wir das ganze Spielchen doch nochmal machen. Hey. Alles klar, das Gespräch kennen wir ja schon. Aua. Woo. Karin, stell die mal nicht so an. Wir wissen, wie das abgeläuft. Und die machen das jetzt so wie gerade. Ist das okay für dich? Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Ich kann nicht durch die Tür gehen. Wenn man dann weitermachen kann. Ha! Da ist er gestorben.
Du kleiner Loser. So. Kann es ein zweites Mal verreckt. Wir haben neue Gegenstände bekommen. Besser als die anderen wahrscheinlich. Ja, schön. Und weiter. Jetzt aber wirklich Ebene 3. Ja, ihr habt gesehen, das ist Instant Death und das wird unglaublich schwer hier.